Ja, liebe Leute, damit willkommen zurück zur zweiten Episode von unserem Horrorspiel. Wir haben ja zum Schluss den Prolog ja gespielt und der war schon ziemlich intensiv und jetzt wollen wir mal schauen, wie es weitergeht. Also, zurück zum Spiel. Das sieht ja schon mal sehr einladend aus. Hallo, mein Kind. Herzlich willkommen. Ich hoffe, wir sind Freunde. Ich habe dich erwartet. Erwartet, ja? Und ich hoffe sehr, unsere Begegnung wird aufschlussreich. Nur keine Sorge. Ich will dir helfen. Entdecke mit mir das Unbekannte. Ich führe dich. Ist aufregend, ja? Und furchterregend. Aber wenn du Mumm hast und mich helfen lässt, helfe ich dir, wie du auch mir hilfst. Da wäre dann auch wieder. Was sieht es im Wald? Diese Karte hast du gefunden. Der Narr. Ich frage mich, wer der Narr ist. Woran können wir Narren eigentlich erkennen? Unschuld und Freiheit. Oder Leichtsinn und Risikofreude. Spontanität. Ihre Unbekümmertheit bringt Konsequenzen mit sich. Denk. Denk und verbrenn dich nicht. Ich zeige dir noch mehr, wenn du das möchtest. Ja, machen wir mal mehr sehen. Das ist nur, was kommen kann. Eine mögliche Zukunft. Ein Weg, der sein könnte. Sieh her, sieh her. Okay, das Auto brennt. Es gibt viele Rätsel da draußen. Rätsel und Lügen. Pfade zu entdecken, die ich erhellen kann, wenn du mich lässt. Hilf mir, dir zu helfen. Und vergiss nicht, was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker. Aber warum willst du mir helfen? Aber soll heißen, ich muss diese Tarotkarten finden, damit ich da irgendwie so Pfade sehe. Es ist voll verwirrend. Aber wenigstens ist es jetzt mal hell. Ich frage mich halt jetzt, was jetzt mit unseren zwei aufpassen ist. Ich meine, so wie es ausgesehen hat, ist der andere ja erschossen worden und sie hat irgendeine komische Spritze reinkriegt. Und so. Wir sehen uns, Kids. Ja, yeah, Hackett's Query für immer. So viele gebrochene Herzen am Ende des Sommercamps. Totale Romantikalypse. Ach, weißt du, ich meine, es sind Kids. Die kommen schon drüber weg. Aha, so wie du über Emma. Das ist was anderes. Oh, du bist nicht deswegen mies drauf. Ich bin nicht mies. Also, ernsthaft, wir hatten unsere Abschiedsnacht. Alles cool. Oh klar, so cool zu verdrängen, dass du deinen Bussi-Bären-Schnubbelzwerg nie wieder siehst. Du hast gelauscht? Ah, komm schon, durch diese Wände hört man jeden Floh husten. Okay, hab's kapiert. Okay, lass das. Hi, Emma. Hey. Okay, das ist... So viel zum platzsparenden Packen, ja? Ah,
Platz sparen, packen ist für Nerds. Sei so nett und hol den Rest vom Gepäck, ja? Klar, Boss. Schönen Gruß an Emma von mir. Du bist echt bösartig. Ja, das stimmt. Okay, ja, ich habe jetzt echt nicht aufs Datum geguckt, aber ist das jetzt bevor der Blödsinn passiert, den wir gesehen haben, oder danach? Und ich dachte, ich hätte jetzt gerade hier irgendwas blitzen sehen. Okay. Na, danach, da steht auch das Auto noch da. Bin gerade verwirrt. Weißt du was, wir gehen jetzt mal da unten hin. Moinsen. Hat's da noch was dran? Nee. Okay, aber bei ihm. In der Lokalzeitung, der Northkill Gazette, stand... Hey, was hörst du da? Interessant. Okay, das hat jetzt nicht sehr viel gebracht und da ist dunkel, gibt's auch nichts. Ja, dann schauen wir mal nach oben. Dachte jetzt schon wieder was aufblitzen sehen. So ein Scheiß. Hi. Hey, helft ihr jetzt mit dem Gepäck oder was? Ich war gerade beim Reparieren der, der Tür. Sie... Dylan, komm schon. Kaputt. Dylan, bitte. Ich kann nicht. Der Rest vom Gepäck muss raus, komm. Was? Oh, die Tür geht... Dylan, hey. Sorry, Bro. Was soll das denn jetzt? Cool, danke. Das Ding ist versperrt? Ehrlich? Okay. Dann... Was ist das? Okay, ist nur das Schild. Hackett's Cray Summer Camp. Campschild. Cool. Okay, ja. Ah, hier hat's wieder was. Ah, super. Fenster ist offen. Moment mal, in der Nacht. Ne, ich hab da irgendwie ein paar Action gehabt zum Mausklicken oder das Fenster reingegangen wären. Aber das Buch da und die Tasse sind genau gleich noch da. Horror. Ich hasse Horror. Ich auch. Okay, da gibt es, glaube ich, nichts weiter zu tun. Sieht ja schicker aus und echt groß. Okay, da gibt es irgendwie Essen hier. Da liegt doch bestimmt irgendwo wieder so eine Tarotkarte. Und nicht abgeräumt. Nee. Bisschen renovierungsbedürftig. Findest? Ah. Scheiße. Okay. Ich bin da nochmal. Warum ist die Treppe da so zugemüllt? Jetzt macht er die Tür wieder zu. Okay, hab's Gepäck. Endlich, und ganz alleine, hm? Yep. Da musst du dich dran gewöhnen. Oh mein Gott, du bist so fies. Ich bin ja nur ehrlich. Oh, okay, was kommt jetzt? Okay, du verschweigst mir, was da bei dir und Emma passiert ist, oder?
Oh, okay. Jetzt bin ich derjenige, der Sachen verschweigt, hä? Dass Jake was nicht weiß, macht ihn wohl heiß. Nice. Sorry, ich war so beeindruckt von meinem Reim, dass ich vergessen habe, Nein. Du gestehst jetzt mir, dass du total verschossen bist in Ryan. Warte, meinst du diesen Ryan, den Segellehrer mit seiner sexy, uninteressanten Einzelgängermasche, die mich total kalt lässt? Ich geh mal selbstgefällig. Wusste ich's. Das war auch kein Geheimnis. Ja gut, aber ehrlich. Also wenn du den Typen wirklich so toll findest, warum hast du es ihm nicht gesagt? Sie hat dich einfach abserviert, hä? Ja, okay. Ihr Argument ist so. Wie soll das denn funktionieren mit verschiedenen Unis? Bla bla bla. Und mein Argument war so... Was ist mit Fernbeziehung? Bla 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 bla. Und sie dann so... Jacob... Sogar mit dem Blick, hä? Tja, Computer sagt nein. Mann, sie hat dich echt sowas von um ihr winziges Fingerchen gewickelt. Wie macht sie das nur? Okay, okay, meinetwegen. Vielleicht hast du recht und sie hat mich wirklich so im Griff, wie du sagst. Aber weißt du, vielleicht stehe ich drauf. Oh, steht drauf. Check. Total gesunde Sache. Check. Oh. Okay. Wow, da kommt so eine Wolke von Eifersucht rüber. Wie bitte? Ich sag ja nur, manche Mädels haben wohl nicht genug Mumm für den Big Boss. Du bist so ein Schwätzer, weißt du? Gut gekontert. da muss ich eine Gelegenheit nutzen, ja. Guck, ich verstehe halt nur nicht, warum du es nie versucht hast bei Ryan. Zeig mal die Initiative. Es ergab sich halt keine Gelegenheit. Ja, wenn du auf die Gelegenheit wartest. Du musst dem Schicksal auf die Sprünge helfen. Oh, klar. Wäre ich ihm mal den ganzen Sommer hinterhergerannt, nur damit es heute sowieso vorbei wäre. Okay. Du wirst mir nicht fehlen, Caitlin. Okay, und diese Schrottkarre bringt uns auch sicher nach Hause? Ich will's hoffen. Guck's dir mal an. Noch eine Nacht hier draußen im Nirgendwo überlebe ich nicht. Hey! Was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker. Dich will jeder umbringen. Und bist trotzdem ein Schwächling. Hey, halt's Maul. okay, also, rein hypothetisch. Wenn ich ein echtes Arschloch wäre und den Wagen hier lahmlegen wollte, damit wir eine Nacht länger hier bleiben, was müsste ich wohl kaputt machen? Tja, wohl einfach die Spritzufuhr. Oder vielleicht... den Verteiler sabotieren? Und ja, das wäre ein echter Arschloch-Move. Okay, und wie sabotiere ich den Verteiler? Man nimmt einfach dieses Drehding raus, unter der kleinen Kappe, wo die Zündkabel hinführen. Jake, dir ist schon klar, dass, selbst wenn wir hier wirklich festsitzen würden, das nicht heißt, dass Emma sich umentscheiden wird. Glaub mir, sie weiß, was sie will. Ja? Sicher. Das werden wir ja sehen. Er hat da noch echt einen Spritze vor Kappen. Ich gehe mit dem Verteiler. Mit der Spritzufuhr, glaube ich, könnte sein. Oder war der Verteiler jetzt das Falsche? Du kommst jetzt mit mir, Buddy. Ich bring dich morgen wieder zurück. Wird nicht auffallen. Hier oben, Leute. Was haben die beiden jetzt wieder vor? Hey, Jacob. Was? Nein, Alter, bitte, tu's nicht. Hier, fang. Oh, Nick. Gut gegangen. Oh, wie geil ist das? Oh, Mann, guter Fang. Freak. Oh. Hätte ich bloß Kohle dabei. Freaks. Ihr seid allesamt Freaks. Oh, endlich. Ich verstehe ja den Technologieverzicht, aber langsam reicht's. Wäre es zu viel verlangt, dass Mr. H die Handys wenigstens auflädt? Du hast immer was zu meckern. Du weißt, dass die Handys nur für Notfälle gedacht sind, oder? Oder ist es für dich ein Notfall, abserviert zu werden? Böse! Wow. Pisser, halt's Maul. Hey, sorry, ich... Peace und so, Mann, ich wollte dich nicht beleidigen. Sind alle bereit? Wo sind denn die anderen? Warum fragst du mich? Du weißt doch sonst so Sachen.
Was soll ich denn zu so einem Statement sagen? Sag halt, Nick, du bist so ein Genie. Ein solcher Prachtkerl, wie du es bist, kann jede haben. Okay, ja. Träum weiter, Junior. Ja, ich hoffe jetzt echt, dass wir hier keine Flammen haben. Okay, jetzt ist irgendwie alles schwarz. Hat sich jetzt das Spiel aufgehängt, oder was ist jetzt los? Ah, ne. Neue Sequenz. Ob sie lesbisch ist, deswegen absorbiert hat. Hallo, meine Partymaus. Statusbericht? Wir haben offiziell unser Nest leer. High five, hopp, hopp. Oh Mann, du bekommst dein Handy zurück? Holen wir unser Gepäck und dann weg von dieser moskitoverseuchten Absteige. Tür ist zu, Gepäck ist drin. Oh, verdammt. Ja. Tja, ganz klar, was wir zu tun haben. Nach dem Schlüssel fragen? Das Schicksal besiegen. Und mit Schicksal besiegen meine ich, wir besiegen dieses Schloss und schnappen uns das Gepäck. Einbrechen, ob das... Jetzt kann ich meine Tasche da lassen. Soll das ein Scherz sein? Das nennt man übrigens Einbrechen. Nein. Das nennt man Bergung unseres rechtmäßigen Besitzes. Warum gehen wir nicht zu Mr. Hackett und bitten ihn aufzuschließen? Abby, komm schon, unser Zeug liegt gleich dahinter. Sorry, nein. Wir gehen jetzt zurück zur Lodge, suchen Mr. Hackett und holen mit ihm das Gepäck. Schön. Emma. Okay, gut, gut. Schön. Ich sehe nur kurz nach, ob wir nichts vergessen haben. Tu, was du willst. Und wie willst du nachsehen, wenn das zu ist? Okay, wir können uns wieder selber bewegen. Wo genau muss... Ach, ich gehe einfach mal hier so entlang. Können wir jetzt hier in die Lodges hier reingehen oder sind die alle zu? Okay, da kann ich nichts machen. Ja gut, dann laufen wir hier mal ein bisschen rum. Da liegt was. Dylan wird sich nicht freuen, dass die Kids den hier liegen gelassen haben. Ich sage es Chris, wenn wir ihn sehen. Ich hätte gerne noch so eine Tarotkarte. Und ich hätte gerne noch ein Patch für... die ab und zu passierenden Frame-Drops hier. Die sind ein bisschen nervig. Da liegt was. Yes. Naja, okay, es ist der Baum. Autsch. Sollte Jacob besser nicht sehen. was ist das? Ist das Dylans? Okay. Und sie lässt einfach da. Hat sogar noch einen schönen... Oh, die können hier noch baden. Nice. Aber ich wette, da können wir jetzt auch nicht rennen. Sieht ein bisschen arg dunkel aus. Okay, ja, nö, da kann man nichts machen. Ja, dann gehen wir nochmal die andere Seite ab. Ich würde gerne rennen können. Auf den Autoreifen. Ah, ich denke mal, hier haben wir jetzt mal alles. Ich glaube, das ist... ist mal gut. Gehen wir mal da hinten raus.
Also ich glaube zumindest, dass das der Ausgang ist da hinten. Ja, da können wir auch noch was tun. Warum ist das ein Hinweis? Also wie viel fehlt? Also jetzt ist schon wieder weg. Okay, sie steht da mit dem Wagen, aber da hinten hat es noch das eine Haus gehabt. Ganz in der Ecke. Dann schauen wir uns das nochmal kurz an. Da oben rauf. Ich kann mir da vorstellen, dass da vielleicht was Wichtiges ist. Wie kann man da mit so einem kleinen Rucksack leben? Das sehe ich so oft. Auch nix. War das von Mr. Hackett das Haus? Ne, hat's aktiv gar nichts. Aber hier ist was. Ohne Dylans Morgenansagen aufzuwachen. Ah, cool, wie so ein lokales Radio. Obwohl des Bösens? Hey, lass das sein. Vielleicht war das sogar gut, dass wir das jetzt gemacht haben. Okay, da hat es die Antenne. Ansonsten auch nichts mehr. Okay, dann gehen wir mal zu ihr und ihren Golfwagen nach. Und machen weiter. Wird ja auch nichts sein. Also ich spaß mir da jetzt bei jedem Haus da mal reinzugehen. Oder versuchen reinzugehen. Mal hier auf der Seite. Okay, nö. Ich glaube, das alles, was man hier finden kann, haben wir jetzt erstmal gefunden. Aber ich könnte mir nochmal vorstellen, dass wir hier nochmal hinkommen werden. Vor allem nachdem wir jetzt ja nicht wegfahren können. Ah, so eine kleine Aktion und sie hätten den ganzen Stress nicht. Mal sehen. Kann es losgehen? Ja. Los geht's. Komm, fahr mich zurück ins wirkliche Leben. Du bist immer so... dramatisch. Anstrengend. Selbstsicher. Ach, das ist Theater. Das wollen die Leute so. Also spielst du es vor? Also, eigentlich heißt vorspielen nur, du selbst zu sein. Aber lauter. Du solltest es probieren. Wer weiß, wen du damit beeindruckst. Nein. Jetzt ist es eh zu spät. Für was? Dich und Nick? Du erfährst es nie ohne etwas Anregung. Ihre Haare sind irgendwie voll komisch. Oh, fuck. Wärst du wohl vorsichtig? Sorry, sorry. Sorry. Okay, dann rein hypothetisch. Sagen wir, ich gebe ihm eine Anregung. Und dann ist er am Ende ein Idiot, wie bei dir und Jacob. Eigentlich ist er ziemlich süß. Wieso ist dann Schluss? Sommerflirt. Unsere Schulen sind 4 Staaten weit weg. Er sieht's auch so. Ja, klar. Aber zu euch. Du und Nick. Hab vielleicht eine Chance. Hol dir seinen Kontakt. Ruf ihn an. Oh, ich hab seine E-Mail. Sie war in den Papieren vom ersten Tag. E-Mail? Wow. Bist du 93? Warum nicht E-Mail? Du wirst mir echt fehlen, Abby. Oh, halt, stopp!
Aber zur Lodge geht's da lang. Fahr nach rechts. Wieso? Komm schon, Siegesrunde. Eine letzte Fahrt einmal rund ums Camp. Ah, wirklich? Ja, gut, machen wir mal. Ja. Sieg über was denn? 2 Monate ohne Technologie. Ihr wart so 2 Monate? Ach, ich nicht. Und meine Fans vermissen mich. Ach so, ja, gut. Als Aufpasser. Aber die Schulpuppen weißt du sind etwa 2 Monate. Das kann ich mir vorstellen. Oder? Abby, war das ein Kompliment? Dein Charme ist ansteckend. Was soll ich da noch sagen? Ich wäre dabei. Ja, bitte. Wenn du zu Hause bist, folg mir und schmetter den Like-Button. Und denk ans Teilen. Okay, ich bereue es jetzt schon. Nein, du liebst mich. Mein Lieblingsplatz. Die Feuerstelle? Die Insel. Wunderbar abgelegen. Ist das Rauch? Oh ja, tatsächlich. Sollten wir Alarm schlagen? Sieht kontrolliert aus. Ist wahrscheinlich nur Mr. H, der Holz verbrennt, bevor er, naja, das Camp für den Sommer schließt. Ja. Apropos, wir sollten jetzt wohl zurück. Oh ja, falls der Nick einfach ohne dich abreißt. Was? Nein, aber wahrscheinlich warten alle auf uns. Mhm. Alle warten auf uns. Sie warten, ja. Nick. Wartet. Alle. Stimmt. Ich würde es mit dem Feuer aber schon noch erwähnen. Und wir werden beobachtet. Aber ich bin nur recht froh, dass es jetzt gerade entspannt ist. Ich weiß, es wird sich recht schnell wieder ändern. Chill mal, Jacob. Ist okay. Ich hab einen vollen Akku, also... Oh, fuck, Mann. Ah, Idiot. Hier draußen hast du doch eh... Hat denn keiner hier ein Ladegerät mit? Hier draußen hast du doch eh kein Netz, Alter. Die Funklöcher gehen mir auf den Sack. Du hast Löcher am Sack? Was? Nein! Ist okay, ich besorg mir den Saft von Mr. H, bevor wir fahren. Hi, Nick! Hey, wo habt ihr gesteckt? Wüsstest du wohl gern. Ignorier sie, bitte. Na los. Wo ist euer Gepäck? Mr. H hat die Hütte schon abgeschlossen. Warum? Als Schutz vor Bären? Gut möglich. Ja, Bären können böse sein. Ganz besonders, wenn du etwa unaufgefordert aus ihrem Schüsselchen gegessen hast. Ich bin sicher, hier sind gar keine Bären. Ich wollte das Gepäck holen, aber jemand so... Wären wir da nicht Kriminelle und müssten ins Gefängnis? Du glaubst mir nicht, aber ja, so wär's. Ich denke, Mr. H wäre ganz schön sauer, wenn wir seine Hütten aufbrechen. Ja, glaube ich auch. Danke. Hey, wo steckt eigentlich Ryan? Ja, er hat sich wahrscheinlich mal wieder grübelnd und mysteriös irgendwo verkrochen. Hier bin ich. Wieso warst du da unten? Steigt da eine Mii-Party? Ja, hab mir einen Podcast angehört. Oh, Podcast, nice, sehr cool. Welches Thema? Ja, welches Thema? Geht's dabei um mich? Du denkst, es gäbe einen ganzen Podcast... Über dich? Okay, wenn hier jemand Podcast-Potenzial hat, dann ich. Ja, und der Podcast wäre, holt euch den Look und mieft wie ein Po. Oh mein wow. Gott, du bist so kindisch. Aber ich sehe nicht aus und riech wie ein Po. Nein, es geht um paranormale Vorkommen. Die Episode handelt von hier. Weird, oder? Was? Die Hexe von Hackett's Quarry. Die was von wessen was für ein Ding? Was ist die Hexe von Hackett's Quarry? Kennst du etwa nicht die Hexe von Hackett's Quarry? Sonst würde ich wohl nicht fragen, Vollhorst. Erzähle von der Hexe von Hackett's Quarry. Okay, er wird noch wichtig. Ich denke, sie interessiert sich nicht für die Hexe von Hackett's Quarry. Hört ihr jetzt bitte auf mit der Hexe von Hackett's Quarry?
Ist nur eine Camping-Story für die Kids. Es, hier ist angeblich diese Oma bei einem Feuer vor ein paar Jahren krepiert. Sie ist im Wald, sucht nach ihrem verschollenen Baby. Und es heißt, sie würde flüstern und so weiter. Und sie fliegt dann so durch den Wald, halt typisch Geister. Und manche sagen, wenn es ihr gelingt, dich zu fangen, verwandelt sie dich in ihren Sohn. Okay. Oder killt dich. Oder so irgendwie. Naja, ist nicht richtig klar. Das war die Hexe von Naked Squarry. Du bist bekloppt. Ist alles aus dem Podcast, Mann. Coole Story, Bro. Ohne Scheiß, Leute. Ihr hättet die Gesichter der Kids am Lagerfeuer sehen sollen. Gezeichnet fürs Leben. Ja, ich meine, nicht fürs Leben. Solche Geschichten sollte man ernst nehmen. Der Scheiß ist echt. Das ist Bullshit. Was hängt dir da rum, Hecketiere? Ja, sind gleich durch, Mr. H. Hopp, na los. Schwingt endlich die Hufe. Wäre easy, wenn unser Gepäck nicht eingesperrt wäre. Wie war das? Das klang für mich wie, aber klar, Mr. H, wir sind dran, Mr. H. Sorry, Mr. Hackett, aber unser Gepäck. Klar, Gepäck. Wir reißen uns hier den Arsch auf. Außer Ryan, der uns verarschen will mit seinen komischen Grusel-Stories. Okay. Ich hab's ja kapiert. Was sind das für Grusel-Stories? Die Herr von HSQ. Die Hexe von Hackett's Quarry. Ich wollte... Oh, ich bitte dich, Ryan. Hey, Sie haben noch den Van-Schlüssel, Mr. H. Das ist wohl so. Mein Gott. Ich vergesse noch meinen eigenen Kopf. Bin dann noch mal im Büro. Kommst du bitte kurz mit, Ryan? Okay. Yo, Mr. H. Oh. Was denn, DJ Dylan? Kann ich mal kurz an die Ladestation? Ich brauch ein paar Tunes unterwegs. Nein, geht nicht. Bitte, das ist super uncool. Hey, Mann. Junge, ich bin der coolste verdammte Bro auf der ganzen Welt, Mann. Ich brauch nur Tunes für die Fahrt, Mann. Okay, jetzt hör auf. 5 Minuten? Nur 5 Minuten, das wäre genug. Mann. Er sagte nein, Dylan. Okay, ich weiß, aber ich... Wir sehen uns am Van, okay? Mensch, woher kenne ich diese Synchro-Stimme von Mr. Hackett? Die kommt mir so bekannt vor. Du, Chris, ich müsste mal kurz mit dir reden. Ich bin doch nicht gefeuert. Nein, ich wollte dich nur was fragen wegen... Sekunde, Partner, ich muss da kurz rangehen. Oh, ja, okay. Oh, sorry. Hallo? Ah, da bin ich jetzt mal lauschen. Zwei Kids sind. Ich muss aufpassen, sonst. Die sind bald weg von hier, okay? Du machst es aber ganz schön knapp. Wir wollen doch nicht. Kein Grund für so einen Stress, okay? Es wird schon alles gut gehen. Bobby und ich sind bereit. Wenn er in der Gegend ist, kriegen wir. Das hält uns doch nur auf. Du weißt es, ich weiß es. Nein, sollte ich das? Er meldet sich nicht. Wenigstens ist er nicht im Weg. Apropos, je länger ich hier telefoniere, desto länger dauert es, bis ich die Kids los bin. Ja, aber klar, adios. Er hängt mit drin, aber ich glaub's. Es klang gerade so, als würden sie irgendwas Gutes tun wollen. Sorry, ich wollte nicht lauschen. Ich habe nur gewartet. Also ich meine, ich habe gehört. Ich habe nichts verstanden oder so. Alles cool, Champ, bloß komm rein. Sorry, das Rausschicken tut mir leid. Also ich glaube, sie jagen halt ja irgendwas. Das Viech, was da unten eingesperrt gewesen ist. Was jetzt wegen uns wieder frei ist. Kann ich helfen beim Schlüssel suchen? Nein, Ende des Sommers, bisschen busy. Also was, du wolltest was fragen? Oh, ja, es war wegen der Animationsschule. Was denkst du, sollte ich tun? Richtig.
Also, lasse ich dann besser meine Schwester bei meinen Großeltern, wenn ich auf dem Campus wohne? Meine Mom ist eigentlich nie da und dann ist Sarah ganz allein. Unsere Familie ist eh schon so klein. Familie ist sehr wichtig, Ryan. Ist bei dir alles okay? Heißes Date heute Nacht? Oh Mann. Hast du eine Ahnung? Ryan, du solltest zusehen, dass alle bereit sind, was ist passiert. Die hören alle nicht auf mich. Dein Job ist es, das zu ändern, Kumpel. Ich kann nicht, ich meine... Shit, zu spät noch das Gepäck zu holen. Wirklich? Da werden die Girls sauer sein. Wir schicken sie ihnen in ein paar Tagen. Also, was wolltest du von mir? Ich finde, du bist super als Betreuer, Ryan, weißt du? Einer von den Guten. Aber weißt du, wie viele Eltern mich anrufen? Sie kriegen Briefe von ihren ängstlichen Kids. Die wollen heim. Das war mir nicht klar. Versteh doch, zahlen die Kids vom Sommercamp zu vergraulen, ist schlecht fürs Business. Also bitte... Spar dir die Gruselstories. Sorry, dass es so ernst ist. Wusste ich nicht. Keine deiner Handlungen bleibt ohne Folgen. Ja, wie recht er da hat. Das muss dir bewusst sein als Betreuer, als Leader. Ja. Singt doch schön Kumbaya zusammen, okay? Was ist das? Ja, kennt ihr denn Kumbaya nicht mehr? Gibt's nicht. Ich werde älter als meine eigenen Klischees. Sag schon, Chris, was ist los? Ich will euch nur in Sicherheit wissen, bevor die Sonne untergeht. Wieso? Es wird dunkel, Ryan, und dann sind die Straßen gefährlicher. Und Sicherheit ist der erste Schritt zum Spaß. Gib mir eine Minute. Guter Gott, verdammt, wo sind Sie? Grüßt du bitte auch Caleb und Kelly von mir? Die sind einfach gegangen. Ach, du siehst sie doch nächstes Jahr. Caleb arbeitet am Shortplatz außerhalb der Saison und Kaylee weiß noch nicht so recht, was sie will. Hat ja noch ihr Leben vor sich. Die beiden kommen und gehen einfach, wie sie wollen. Teenager, habe ich recht. Eigentlich hätten wir sie beim Packen gebraucht, weil Leute fehlen. Hey, ihr kommt doch gut zurecht. Aber ich sag den beiden, dass du sie vermisst hast. Ich stehe am Van, pack sie in meine Hose, komm ins Office. Da ist er ja. Ah, da sind sie. Aha. Jetzt aber zack ich. Bring allen bei, dass es losgeht. Nicht rumtrödeln. Wie kommt es, dass du dein Phone wieder hast und wir noch nicht? Ich hab's nie eingereicht. Hättest es vorm Abgeben ausmachen sollen, Dylan. Das sind die Regeln, du Noob. So gut. Was passiert ist, ist passiert, Mann. Gut. Dann steig jetzt endlich in den Minivan, denn da draußen wartet das Leben. Also, los geht's. Hey, was ist mit dem Gepäck? Ich werd's euch nachschicken, gleich morgen. Hey, nein, nein, ich gehe nicht ohne mein... Wir haben keine Zeit mehr. Na los, Jacob, lass ihn an. Was ist denn? Ah...
Alter, ich denke, ich glaube, die Karre springt nicht an, Mr. Elf. Ja, das sehe ich. Ja, Alter, das Ding ist kaputt. Okay, lass mich mal. Aber ich sag doch... Wir haben noch keine Flammen. Oh, vielleicht machst du was falsch. Vielleicht machst du was falsch. Ach, fick dich. Hört auf! Aufhören alle beide! Shit. Komm okay, schon, Alter, schon. Chill. Chill, Alter. Er wäre jetzt gerade wirklich nervös. Verdammt! Ich sagte doch, ihr Kids sollt alles checken. Haben wir. Es sollte funktionieren. Tja, von könnte und sollte haben wir jetzt aber nichts, oder? Scheiße. Verdammt! Er ist echt aggressiv jetzt. Okay. Okay. Hey, ist doch nichts dabei, Alter. Wir bleiben noch eine Nacht hier. Nein! Nein! Du, stopp! Lass mich denken. Oh. Okay. Verdammt. Du hast recht, ja. Was? Ja, du hast recht. Hey, Ryan. Komm mal kurz. Also recht mit was? Und was ist mit dem anderen Auto? Sorgt dafür, dass heute Nacht alle in der Lodge sicher sind. Schließt die Türen. Keiner rein, keiner raus. Nicht einer, okay? Okay. Ich bin bestimmt morgens wieder da. Und bringe euch dann alle raus. Aber es darf wirklich niemand rausgehen. Kannst du mir das versprechen? Genau. Ja. Da haben wir dann das Problem. Sicher. Wir bleiben drin. Wenn irgendjemand garantiert rausgeht. Aus irgendeinem Grund. Schließt die Türen! Und um Gottes Willen, seid leise! Aber hätten jetzt nicht alle ein Fragezeichen im Kopf mit der Reaktion von ihm und vor allem mit dem Kommentar auch also, noch leise zu sein? Was sollte die Nummer? Er sagt, wir sollen reingehen und drinnen bleiben bis morgen. Du verarschst mich. Du verarschst mich! Was sollen wir denn tun? Wir gehen jetzt besser rein, wie er sagt. Wir könnten reingehen bis zum Morgen. Ja. Oder wir können es lassen. Nein. Wir sollten einfach machen, was Chris uns gesagt hat. Aber klar. Wen juckt es, was Chris uns vorschreibt? Er ist nicht unser Boss oder so. P-A-R-T und Y. Die Sterne scheinen gut für uns zu stehen, yo. Okay. Das letzte epische, unvergessliche Lagerfeuer zusammen. Tut's das nicht? Oh, no. Oh, Alter. Fuck ja, bin dabei. Nick, du auch. Ich mach mit. Dylan auch, offensichtlich. Kumpel. Caitlin? Als ob's zur Diskussion steht. Ja, okay. Was sagst du? Ja, klar. Mr. Hackett schien es wirklich wichtig zu sein mit der Lodge. Wollte uns Schiss einjagen. Weißt du, wie Ryan mit seiner Gruselstory. Warum sollte er das machen? Er macht sich einfach Sorgen um uns. Kein großes Ding. Okay, ja. Yeah. Nein, Party. Ich meinte nicht. High five, los, schlag ein, Ryan. Ey, sorry. Ich hab's versprochen. Alter, er erfährt's nie. Ich weiß nicht. Nein, Alter, wir checken's, okay? Du willst brav sein für Daddy. Ja, ist halt nicht jeder so scheiße.
Oh, wisst wow. Ihr? Ihr könnt machen, was ihr wollt. Oh. Ich mach was Christopher. Oh. Ryan, komm schon, Mann. Warte. Okay, 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 Hacketiere. Partyplanungskomitee, los geht's. Okay, fangen wir an. Nick und Abby, ihr geht Feuerholz besorgen. Emma und ich plündern zusammen die Vorratskammer. Und Dylan, du kannst, ich weiß nicht, versuchen unsere Handys zu laden oder so. Wow, was okay, für die Hände. Los geht's. So, und an der Stelle machen wir mal Pause und ja, wir sehen, wir alle gehen ins Verderben durch diese doofe Party. Ja, was heißt doof? Also es ist einfach dumm, dass wir das jetzt machen. Aber ja, es ist ein hohes Spiel. Ihr könnt so denken, wo es hingeht und ich bin schon mal gespannt, wie es weitergeht. Und vor allem, was Ryan machen wird. Also, bis zum nächsten Mal und wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da. Tschüss.